Er sieht Donald ja teilweise ähnlich. Er müsste sich seinen Backenbart ein bisschen wegmachen, ne? Und dann. Ja, es würde funktionieren. Schwierig. Ich weiß es nicht. Wer wäre. Also vom Mut her wäre es natürlich Buzz Lightyear. Ne? Es ist ein Theaterstück. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein Theaterstück. Man stellt einen anderen dar. Ich habe einen Job für dich. Ach du liebe Zeit. Willst, dass ich für ein Stück vorspreche? Und wie hoch ist die Bezahlung? Keine Sternmünzen. Die Liebe einer bewundernden Menge. Die Befriedigung einer gut ausgeführten Arbeit. Das hört sich nicht so an, als ob es hier einen großen Profit gibt, oder? Wie viel Zeit muss ich investieren? Naja, du musst den ganzen Text lernen, zu den Proben gehen, die Aufführungen machen. Das wird eine Menge Arbeit. Blicks und zugenäht, das hört sich an, als ob du willst, dass ich eigene Stunden meiner sehr wertvollen Zeit ohne Gegenleistung investiere. Ich muss darüber nachdenken. Welchen Part spiele ich? Donald. Oder hier, einen gewissen Neffen von dir. Du willst, dass ich meinen Neffen Donald spiele? Absolut nicht. Selbst wenn die Rendite meiner Zeit wert wäre, kann ich nicht erahnen, was in diesem Jungen vorgeht. Viel Glück bei der Suche nach jemandem, der das kann. Freundlichen Dank. Das war mir irgendwie fast schon klar, dass das Dagobert nicht machen will. Dann bleibt wohl die Entscheidung zwischen Buzz und Anna. Wo ist denn Buzz? Wo ist denn unser kleines Spielzeug? Buzz Lightyear, wo sind Sie? Ach, da unten läuft er rum. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Entschuldigung, hallo? Du willst, dass ich für ein Theaterstück vorspreche? Welche Rolle ist das? Donald Duck, wir dachten, du könntest den Mut und das Heldentum aufbringen, die für die Rolle nötig sind. Nun, danke, ich fühle mich geschmeichelt. Vielleicht sollte ich sofort bei dir vorsprechen. Okay, aber eigentlich ist es Olaf, bei dem du... ich habe mich nur in die Rolle versetzt. Hallo. Ich bin Donald Duck. könntest du etwas mehr Emotion zeigen? Energie reinstecken? Wie Donald Duck sein? Ja, natürlich. Ich fange noch einmal von vorne an. Hallo. Ich bin Donald Duck. Duck. Ich glaube, wir verstehen es anders. Danke, tschüss. Wir lassen dich wissen, ob du die Rolle bekommen hast. So. Dein Talent wäre im lokalen Theater verschwendet. Uiuiui. Ich glaube, es wird ein Anna werden. Oh je. Wir lassen dich wissen, ob du die Rolle bekommen hast. Ist so verwegen. Ja, nö, vergiss es. Dein Talent wird im lokalen Theater verschwendet. Oh, Sarkasmus hoch 10. Ja, natürlich. Ich verstehe. Lass mich wissen, wenn es eine andere Rolle gibt, die besser zu meinen schauspielerischen Talenten passt. Ich... Oh, nee. Scheiße. Uff. Da haben wir wohl aneinander vorbeigesprochen. Oh, möchtest du mit mir was unternehmen? Hallo! Oh, Julchen. Mit Herrn Duck, Buzz Lightyear und Anna über das Vorsprechen für das Stück gesprochen? Ja, Herr Duck sagte, die Bezahlung sei es nicht wert. Bei Buzz? Ich weiß nicht, ob er das Zeug für diese Rolle hat. Was ist mit Anna? Sie sagte, sie würde gerne vorsprechen. Ich denke, sie wäre großartig. Ich glaube, sie würde es schaffen. Sie war im Grunde die einzige Möglichkeit. Ja, das ist wohl wahr. Oh, ich bin sicher, dass Anna die perfekte Besetzung für die Rolle ist. Lass uns die anhören. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Hör Annas Vorsprechen bei Olaf zu.
Oh Gott. Oh nee. Ach nee. So, ihr beiden. Warte mal, ich brauche einen ordentlichen Platz. So. Hallo Olaf, ich bin hier, um für dein Stück vorzusprechen. Wunderbar. Hier ist das Drehbuch. Oh, er hat es aber schnell geschrieben. Ich werde Christoph sein. Oh, wie süß, ey. Oh, das ist sehr dramatisch. Ich weiß. In Ordnung. Alle auf die Plätze und los. Nein, Donald, spring nicht durch das geheimnisvolle Portal. Es ist zu gefährlich. Ach, ich habe keine Angst vor einem Portal. Wartet mal, ich muss ihn. Das Fotografieren, das ist so gut, ey. So. Okay, okay. Ich habe genug gehört. Glückwunsch, Anna. Du bist unser neuer Donald Duck. Oh, vielen Dank. Das wird so viel Spaß machen. Hallo, ich bin's, Olaf. Wir gesehen, wie gut Anna und ich unsere Rollen eingefangen haben. Aber sie hat kaum etwas gesagt. Oh. Keine Sorge, ich konnte die Magie spüren und das Publikum wird es auch. Du hast diese Produktion gerettet, Julchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Zeit zum Üben. Ein Hurra auf dich! Ah, oh nee. Olaf, komm doch mal gleich her. Dann kann ich dich gleich ein bisschen mehr aufleveln. So. Komm, mein Kleiner. Oh je, oh je, oh je. Oh je, das wird was. So. Dann wird's mal Zeit für unseren kleinen Stitch. Sprich mit Stitch, bitte. Stitch will musizieren. Julchen helfen, Musiker für Band zu finden? Musiker sind wie Könige. Lass uns eine Band gründen. Ja, Stitch in Band spielen, zusammen musizieren, viel mehr Spaß. Stitches Band soll Trio sein. Ja, Trio. Du helfen, zwei andere Musiker zu finden? Okay, ich glaube, es gibt jemanden, der Laute spielt. Das ist wie eine komische Gitarre. Und es gibt jemanden, der Flöte spielt. Laute. Flöte. Spielt auch jemand laute Flöte? Davon habe ich noch nie gehört. Übe erst einmal weiter. Ich mache mich auf die Suche nach Dorfbewohnern, die in deiner Band spielen könnten. Ja, ja. Ich übe Hüftschwung und Muster, Bühnenbürger zu werden. Oh. Okay. Finde Dorfbewohner, die perfekten Instrumente spielen, um mit Stitch zu musizieren. Also mir würde da auf jeden Fall Ursula? What? Erik? Erik, ja, der spielt Flöte, das ist klar. Ah ja, Christoph, der spielt Laute, das stimmt. Und Merlin? Remy? Merlin und Remy? Ich weiß nicht. Ursula? Was spielt denn Ursula für ein Instrument? Also ich frage erstmal die nicht dafür geeignet sind. Das weiß ich jetzt schon. Ich meine, Merlin? Hast du kurz Zeit? Ja, ich komme gleich auf dich zurück. Merlin? Außer Higitus Pikitus? Spielt er nur im Instrument? Ich kann in die Zukunft sehen. Hey Merlin, also weiß ich habe dass mich du mit gefragt, mir reden solltest. Ob ich bei Stitch Musikensemble mitmachen möchte? Erinnere dich, Julchen. Ich bin schon in der Zukunft gewesen. Was? Aber und Stitch Band ist etwas, das etwas verdammt... Das verdammte Vergessen mich nicht vergessen ließ. Ja, du hast es verstanden. Stitch will für das Dorf Musik machen. Kannst du singen? Kannst du Tambourin spielen? Du könntest mit einer Verzauberung dafür sorgen, dass er im Takt bleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob das der vernünftigste Einsatz von Magie ist. Außerdem würde Stitch nie besser werden, wenn ich es täte.
Sag mir einfach, wann die erste Aufführung stattfinden wird, ja? Ich bin ziemlich fasziniert von dieser Rock'n'Roll-Musik. Diese Innovation scheint fast so genial zu sein wie Sanitäranlagen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Okay. So, Remy. Remy ist in seinem Restaurant. Hallo? Du brauchst dich doch nicht im Kühlschrank verstecken, Remy. Hey, Remy, Stitch gründet eine Band. Willst du mitmachen? Du könntest Töpfe und Pfannen zusammenschlagen. Du hast wahrscheinlich die Stimme eines Engels. Du kreierst bereits eine Symphonie der Aromen. Hä? Das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob mich das dazu qualifiziert, ein Instrument zu spielen. Außerdem ist es schon schwer genug, sich mit Essenskritikern herumzuschlagen. Ich will mir nicht auch noch Sorgen um Musikkritiker machen. Oh. Aber hey, wenn es mit Stitch's Band klappt, kann er vielleicht mal in meinem Restaurant spielen. Wir sind ein gutes Team. Ja gut, da hat er recht. Aber Stitch, weiß ich nicht, Remy... Remy in Stitch's Band? Hört sich doch ein bisschen komisch an. So, dann einmal zur Ursula. Ich glaube, die ist nicht so gut auf... Oh, okay. Ich glaube, ich müsste gerade mal kurz... Ursulas Zuhause etwas verrücken. Nein, so nicht. Warte mal. So, ich komme da nämlich nicht an. Ah, so. So käme ich gut an. So. Und da stört sie auch nicht so sehr vor den vom Angeln. Außerdem hat sie hier dann gleich auch ihren Thron. So, Ursula. Hallo. Hallo Ursula. Stitch gründet eine Band. Ich habe mich gefragt, ob du ihr beitreten möchtest. Du könntest die Leadsängerin sein. Du könntest den Harmoniegesang üben. Mit all diesen Tentakeln wärst du eine tolle Schlagzeugerin. Das ist allerdings wahr. Du willst also, dass ich das Du willst also, dass ich das Geschrei dieser Kreatur musikalisch unterstütze? Vergiss es. Ursula ist eine Solokünstlerin, Fischlein. Vergiss das nicht. Auf Wiedersehen, Liebes. Ja, wer so ein großes Ego hat. Ja, gut. Ja, gut, dann, dann bleibt ja die Wahl nur noch bei Christoph und bei Erik. Bei den beiden, die halt wirklich Instrumente hier auch spielen. Mal sehen, was Erik sagt. Hey! Hey Erik, du spielst Flöte, richtig? Oh. Ja, aber ich habe in letzter Zeit kaum geübt. Ich bin ein bisschen eingerostet. Nicht zu eingerostet, hoffe ich. Stitch gründet eine Band. Ich glaube, es wäre toll, wenn du bei ihm mitspielst. Du könntest wieder richtig Flöte spielen üben. Stitch wäre begeistert, einen Prinzen in seiner Band zu haben. Nur zum Spaß, kein Druck. Nun, es würde mir die Möglichkeit geben, mehr zu spielen und neue Lieder zu lernen. Ah. Klar doch, ich mache mit. Ausgezeichnet. Jetzt muss ich nur noch ein weiteres Mitglied finden. Gibt es hier nicht jemanden, der die Laute spielt? Bis bald. Jep, und das ist Christoph. Und der ist in den eisigen Höhen. Hi, darf ich? Können wir reden? Hey Christoph, du spielst doch die Laute, oder? Natürlich, warum fragst du? Stitch will eine Band gründen. Ich hoffe, er hofft, dass du mitmachst. Ihr zwei würdet wirklich zusammen wirklich rocken. Es würde Stitch glücklich machen. Du bist der Einzige hier, der eine Laute hat. Glaubst du? Ich weiß nicht, ob wir als Künstler gut zusammenpassen würden. Du musst es nicht alleine machen. Prinz Erik ist auch dabei. Naja, das würde helfen. Trotzdem. Ja.
Musik ist etwas, das ich irgendwie für mich mache. Ich bin noch nicht oft vor Publikum aufgetreten. Es tut gut, seine Komfortzone zu verlassen. Für Stitch würde es die Welt bedeuten. Du musst es nicht machen, wenn du nicht willst. Oh. Danke, Julchen. Aber weißt du was? Ich mache es. Oh. Stitch, Erik und ich machen Musik für das ganze Dorf. Das wird entweder großartig oder ein komplettes Desaster. Nun, wir sollten besser mit den Üben anfangen. Nachdem wir die Band zusammen haben, werde ich mit Herrn Duck reden. Wir brauchen eine Tonanlage. Vielleicht hat er eine, die er uns leihen kann. Bis bald. Ja, leihen wohl eher nicht.